Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel-News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel. Jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel-News. Schaut an! Hi Freunde, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Deluxe Channel News. Und die heutige Folge dreht sich mit Sicherheit auch um die letzte Woche, aber vor allem auch um die jetzige Woche, die auf mich bzw. uns zukommt, denn ich glaube, die jetzige Woche wird sehr intensiv. Was ich damit meine, da komme ich später im Video drauf zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal wie immer einen Blick auf die letzte Woche werfen. Ne? Dass wir einfach gucken, was ging so ab, was haben wir so erlebt, um das selber einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, dass wir auf eine sehr gute Woche zurückblicken. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Wir haben nämlich beim letzten Mal, in der letzten Woche, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D abgeschlossen. Zu 100%. Und ich möchte mich erst nochmal für das dicke Feedback, vor allem auch auf den Finalparts, bedanken. Also über 4000 Aufrufe auf Zelda-Videos ist etwas sehr Krasses, Außergewöhnliches, weil Story-Games allgemein eigentlich nie so die Aufmerksamkeit bekommen wie andere. Aber das ist wirklich krass und das macht mich einfach unglaublich glücklich. Das habe ich auch schon im Video selber erwähnt, weil ich einfach übelster Zelda-Fanboy bin. Also wirklich, ich liebe dieses Spiel, weil es einfach meiner Meinung nach alles vereint, was ein Spiel braucht. Grandiosen Soundtrack, packende Story, interessante Charaktere, schöne Grafik, viel zu erkunden und das ist... Oh. Ich könnte eine halbstündige Lobesrede über The Legend of Zelda halten. Auf jeden Fall freut es mich einfach, dass dieses Spiel von euch so gut aufgenommen wird. Und ich habe auch schon sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Egal ob über Instagram, jetzt per Direktnachricht oder eben direkt unter dem Video. Was kommt als nächstes? Mit welchem Zelda-Projekt können wir als nächstes rechnen? Was sehr häufig tatsächlich gefragt wurde, ist Majora's Mask. Ich überlege, aber auch Wind Waker stand relativ häufig in den Kommentaren. Da möchte ich aber darauf hinweisen, das haben wir erst vor kurzem Let's Played. Also vor Ocarina of Time war Wind Waker HD mein letztes Zelda-Projekt, was ich gespielt habe. Also falls ihr Bock auf ein Wind Waker LP mit mir haben solltet, schaut euch das an. Das ist auch schon eigentlich so gut wie komplett im Let's Play 2.0-Stil, also auch schon mit Folgenrückblicken und allem drum und dran. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Wind Waker LP. Also falls ihr Lust darauf haben solltet, dass euch das bei mir anzugucken, das gibt schon und es ist sogar relativ aktuell. Das wollte ich jetzt hier an der Stelle einfach nochmal ansprechen. Ja, aber alles in allem, das Zelda LP war einfach eine wunderschöne Erfahrung. Es lief wirklich einwandfrei. Also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal technische Probleme hatten, aber... Wenn, dann waren sie so gering, dass sie das Projekt in keinster Weise irgendwie, behindert hätten. Also das Projekt lief wirklich reibungslos durch und wir haben 44 grandiose Parts. Und auch das Feedback, wie gesagt, in der letzten Folge. Boah, da geht einem als YouTuber einfach das Herz auf, wenn man solche Worte liest. Vielen Dank dafür. Gut, Yoshi kommt auch langsam dem Ende näher. Laut meinem Standpunkt denke ich, dass jetzt noch zwei Level kommen vor dem Final Boss, aber ich habe den Kommentaren schon entnommen, dass wohl das, was für mich aktuell wie das Finale aussieht, dass das wohl noch nicht das Finale ist, aber wer weiß, wie weit wir da diese Woche kommen, vielleicht wird es zum Ende der Woche fertig, also ich errechne, theoretisch, ich würde aktuell noch mit drei Parts für die Hauptstory rechnen, aber wie gesagt, ich glaube, da wird noch mehr auf mich zukommen, aber mal gucken, aber auch da ist langsam ein Ende in Sicht, ich denke, so kann man das auf jeden Fall sagen. Und ja, jetzt haben wir dann, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Eine Sache noch, gestern kam sogar noch ein Vlog online, ja, von meinem Ausflug oder beziehungsweise von dem Ausflug von Hike und mir zum Lego Star Wars Event. Kam ein bisschen verspätet, aber ich wollte das Video nicht einfach so löschen oder euch daran nicht teilhaben lassen, weil es für mich einfach was ganz Besonderes ist, auf so ein Event eingeladen zu werden. Und der einzige Grund, warum ich da eingeladen werde, ist, weil ich euch habe, weil ihr meine Videos schaut, weil ihr mich supportet und deswegen solche großen Firmen denken, es ist sinnvoll, solche Leute einzuladen. Also da möchte ich mich einfach nochmal bedanken, dass ihr ja, mir da solche Erfahrungen möglich macht und das Beste daran finde ich einfach,
dass ich meinen Freunden dann auch sowas ermöglichen kann, weil ich einfach weiß, dass Hulk sowieso ein riesiger Star Wars Fan ist und dementsprechend auch Lego Star Wars liebt, und wenn ich ihn einfach mitnehmen kann, weil ich dann einen Gästelistenplatz habe, dann macht mich das unglaublich glücklich und unglaublich dankbar, dass ihr mir helft, in so einer Position zu sein. Ich denke, das beschreibt das einfach, und dementsprechend habt ihr es einfach nur mehr als verdient, dann auch zu erleben, was ich da erleben durfte. Deswegen schaut euch gerne noch den Vlog von gestern an, geht auch nicht so lang, 7 Minuten sehe ich hier gerade, also ein kurzes, knackiges, kleines Video. So, aber jetzt wollte ich gerade hier den Übergang zu dieser Woche machen, ich weiß aber nicht mehr wie, irgendwas mit Yoshi, egal. Diese Woche wird verdammt intensiv, das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte, weil es kommen mehrere Dinge diese Woche zusammen, die diese Woche enorm anstrengend machen, aber ich habe auch irgendwie Bock auf diese Challenge. Eigentlich sind es 3 große Dinge, die auf mich zukommen. Punkt 1, muss ich mir an die eigene Nase fassen, das habe ich mir selber verschuldet, das ist was ich für die Zukunft lernen muss. Ich habe für die Arbeit holy shit viel zu tun. Und ihr wisst, ne? Lernvideos mache ich. Ich muss bis Ende der Woche 4 Videos fertig haben. Und ich habe die Videodateien dafür teils schon etwas länger, aber ich war oftmals sehr unproduktiv in der Produktion, weil ich viele Fehler gemacht habe, viele Dinge neu machen musste. Und jetzt einfach am Anfang der Woche quasi einen großen Batzen Arbeit vor mir habe. Und der muss bis Ende der Woche fertig sein. Und jetzt kam zusätzlich noch ein spontaner Termin am Dienstag rein, der mich daran hindern wird, am Dienstag Videos zu schneiden. Also ich muss quasi Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag asozial geil arbeiten, um bis Ende der Woche die Videos fertig zu haben und die meinem Chef quasi zu zeigen. Aber da trifft jetzt ihn keine Schuld oder meine Arbeit, sondern da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen. Da habe ich in der letzten Woche mieses Zeitmanagement betrieben und deswegen jetzt einfach hier viel zu tun. Wäre eigentlich auch alles kein Problem, aber es kommen eben noch mehr Dinge dazu, die diese Woche sehr arbeitsintensiv machen. Punkt 2, mein neuer PC. Also, das ist auch eine kleine Story, die ich hier erzählen kann, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe mir letzten Mittwoch, ja, habe ich mir die neuen Teile für mein neues Setup bestellt. Ne? Also, damit ihr es versteht, alle, also PC und so weiter, alles, was ich, mein aktuelles Setup hier, werde ich zu meinen Eltern in den Keller verfrachten, wo ich ja ab schon seit letzter Woche streame. Und quasi für hier habe ich mir quasi ein upgradetes Setup bestellt. Das ist komplett von allen YouTube-Einnahmen bezahlt worden, die ich in den letzten 4 Jahren, die ich hier auf YouTube war, die ich da quasi bekommen habe. Wobei man einfach auch sagen muss, dass ich in den ersten 3 Jahren, mit Ausnahme einiger Spendenstreams, die ich aber auch für ein spezielles Ding gemacht habe, zum Beispiel ich habe in den 24-Stunden-Stream für dieses Mikrofon hier gemacht, also quasi eigentlich aus allen Einnahmen, vor allem des letzten Jahres, weil die ersten 3 Jahre waren fast ein Nullgeschäft. Also ich habe eigentlich, glaube ich, sogar fast mehr Verlust gemacht, weil ich einfach viele Sachen gekauft habe selber und die Werbeeinnahmen einfach nicht vorhanden waren. Egal, also ich habe quasi mein Geschäftskonto, mein YouTube-Konto geplündert und mir quasi ja ein geupgradetes Setup hier bestellt. Und normalerweise, wenn ich das am Mittwoch bestelle, kommt das am Freitag bei mir an bei Amazon. So, nur kennt man ja. Ist ja sehr guter Service, den einen Amazon da liefert. Ja, aber ihr merkt, ich habe meine Teile immer noch nicht. Woran liegt das? Also ich habe am Mittwoch diese Teile bestellt und am Donnerstag dann festgestellt, Donnerstagmorgen, okay, irgendwie wurde meine Bestellung nicht bearbeitet. Also, ne, ich habe keine Versandbestätigung bekommen, ich habe nur eine Bestellbestätigung bekommen und irgendwie, aber es ist nichts damit passiert. Ich habe so, Digga, was? Und dann habe ich den geschrieben und da habe ich gemerkt, oh shit, die lassen mich nicht über mein Bankkonto zahlen, weil wohl der Betrag so hoch ist, ne, ihr wisst ja, wie teuer so ein PC ungefähr ist, wenn man ihn mit aktuellen Teilen bestellt. Und dann so, ja, ihr Konto wurde irgendwie gesperrt, sie müssen über Kreditkarte zahlen. Solange sie nicht quasi die Kreditkarte als Zahlungsmittel angeben, bearbeiten wir ihre Bestellung nicht weiter. Und ich so, okay, ich habe gar keine. Kurz daheim angerufen, von meinen Eltern die Kreditkarte eingegeben, passt dann alles soweit. So, es ist dann der ganze Donnerstag vergeht. Es passiert immer noch nichts. Ich schreibe dann abends nochmal hin. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt irgendwie Kreditkarte als Zahlungsmethode angegeben.
ne, warum passiert da noch nichts? Weil auch der Liefertermin war immer noch für Freitag angesetzt, aber wenn Donnerstagnacht ein Produkt noch nicht versendet ist, dann wird es Freitag nicht bei mir ankommen. Dann wieder, ja, wir prüfen das und dann, ja, ein Sicherheitsteam muss ihre Bestellung erst überprüfen, weil der Betrag zu hoch ist. Und ich so, ja, wie lange dauert das? Ja, das kann bei Privatkunden länger dauern, aber sie können ja ein Businesskonto aufmachen. Ich so, was, ich will einfach nur meine PC-Teile haben. Ja, dann war es Freitag und es ist einfach immer noch nichts passiert. Ne, die ganzen Liefertermine haben sich dann schon auf Samstag verschoben. Ich habe dann schon so Entschuldigungsmails bekommen. Ja, tut mir leid, Ihre Lieferung kann am Freitag nicht kommen, sie kommt Samstag. Aber auch den ganzen Freitag ist nichts passiert. Dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich dieses verdammte Business-Konto auf. Ne, da musste man seine Gewerbeanmeldung und alles mögliche an Amazon schicken. Und quasi so ein Business-Konto sorgt eben auch dafür, dass denn solche Sicherheitsprüfungen wohl schneller ablaufen. Das scheint dann wohl auch alles so funktioniert zu haben. Am Samstag wurde dann so gut wie alles, was ich bestellt habe, versendet. Außer ein Bildschirm. Weil ich habe mir zwei neue Bildschirme bestellt, so schöne Curved. Aber ich werde noch ein Video über mein neues Setup machen. Aber es wurde irgendwie nur ein Bildschirm verschickt. So, also es wurden alle Teile, also alle PC-Teile, alle Zubehöre und auch, ja, einer von zwei Bildschirmen verschickt. Nur ein Bildschirm wurde jetzt noch nicht versendet. Ich habe keine Ahnung warum. Also für euch heute Montag, denke ich, also heute am Montag wird das Zeug hoffentlich ankommen. Dann besucht mich auch ein Kollege. Ne, ich habe keinen fertigen PC bestellt, sondern viele Einzelteile. Wir bauen den selber zusammen. Und der ist eh so, der ist so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, Hardware-Freak. Der ist Netzwerkadministrator und liebt es einfach, PCs zu bauen. Und den habe ich meine Ausbildung kennengelernt. Übelst korrekter Typ. Und der kommt dann am Montag und wird dann quasi mit dem PC zusammenbauen. Ich könnte es zwar auch, aber ich habe zum Beispiel keinen Plan von Kabelmanagement. Und er ist da übelst der Perfektionist. Und dann dachte ich mir, wenn mir einer meinen PC baut, dann er. Weil wenn er den baut, dann wird der... So besser geht's nicht. Und ja, dementsprechend werden dann heute hoffentlich alle meine PC-Teile kommen. Wird dann natürlich aber auch dafür sorgen, dass ich hier erstmal alles umbauen muss. Meine ganzen Sachen dann rüber zu meinen Eltern fahre. Und in der Zeit kann ich natürlich auch nicht am PC arbeiten. Das kommt auf jeden Fall noch dazu und ich muss irgendwie schauen, wann mein zweiter Bildschirm dann kommt, den ich mir bestellt habe. Solange muss ich dann irgendwie eine Mischung aus den neuen und alten Bildschirmen hier machen. Das ist auf jeden Fall eben noch eine Sache, die dazu kommt. Und jetzt eben noch die dritte Sache, die dafür sorgt, dass meine Woche sehr stressig wird. Nachdem jetzt natürlich Zelda vorbei ist, ist es natürlich Platz für ein neues Projekt. Und ich habe auch ein neues Projekt, was, glaube ich, vielen von euch gefallen wird. Es ist was komplett Neues, was es in Deutschland noch nicht gab. In Amerika auch noch. Also das ist wirklich was richtig Nices. Aber ich möchte dementsprechend auch die Videos aufwendig gestalten. Es wird zwar am Ende des Tages irgendwo ein normales Let's Play sein. Es ist... Nee, ich will noch gar nicht sagen, was es ist. Ich will euch einfach, dass ihr euch voll überraschen lasst. Aber ich möchte eben Aufwand in die Videos stecken. Ich möchte coole Intros machen. Halt eben auch teilweise mit so kleinen Real-Life-Sketches am Anfang. Ich möchte mit meiner Kamera hier was machen. Ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Editing reinstecken, ein bisschen mehr schneiden, weil das ist ein sehr schwieriges Spiel. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Dementsprechend werde ich viel schneiden müssen und so weiter. Also ich will einfach, dass es qualitativ hochwertig wird. Und dementsprechend braucht das viel Zeit. Und ich habe einfach immer übelst Angst, einen Projektstart zu verkacken. So, der Part 1 eines Projektes ist für mich übelst der psychische Druck, weil ich Angst habe, dass der Part nicht gut genug wird, dass er die Leute nicht anspricht. Das ist eigentlich super dumm, weil auch wenn ich das Video normal machen würde, würdet ihr es angucken und vermutlich auch mögen und das Video würde vermutlich auch gut sein. Aber ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, wenn ich einen Part 1 eines neuen Projektes aufnehme, will ich mich irgendwie verbessern. Und das bedarf erstmal viel Zeit. Also ich muss viel für die Arbeit machen. Ich werde mein ganzes Setup hier umbauen müssen. Währenddessen muss ich noch irgendwie einen Projektstart starten. Und zum Sport will ich eigentlich auch noch. Und das alles bis Ende der Woche. So, das ist so... Uah. Also turbo viel zu tun. Und ich hoffe, ich kriege das alles hin. Ich hoffe wirklich, ich kriege das alles hin. Wird eine sehr anstrengende Woche, aber alles Dinge, die machbar sind. Ich muss nur übelst diszipliniert sein, ich darf keine Zeit verschwenden. Ich muss einfach nur meine Tage gut strukturieren, schauen, wann muss ich wann, was, wie machen, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt und dann hoffe ich, kriege ich das alles irgendwie hin. Also viel zu tun und ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Ihr werdet in der nächsten Channel News erfahren, ob alles geklappt hat. Es wird vermutlich auch alles klappen, weil wenn ich so meine, also bezüglich Arbeit, was ich immer gelernt habe, wenn ich eine Deadline habe, dann finde ich immer einen Weg, es bis zu dieser Deadline zu schaffen. Und wenn ich von Donnerstag auf Freitag gefühlt durcharbeite, weil ich zeitlich nicht mehr hinterherkomme. Aber das ist eigentlich, ich habe noch nie eine Deadline verkackt. Egal, ob es in der Schule irgendwelche Referate waren oder in der Arbeit irgendwelche Projekte, die fertig sein müssen. Also nicht, dass ich wüsste.
aber ich muss eben schauen, wie viel Zeit ich zwischendrin eben noch für YouTube habe. Und da will ich eben auch, da setze ich mir selber Deadlines, die ich nicht einhalten will. Und ich möchte eigentlich auch noch mindestens zweimal zum Sport, weil ohne Sport und nur hier im Bürostuhl sitzen, das macht auch kaputt. Also es ist, ja, ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Ich wünsche euch eine produktive Woche. Ich gebe mein Bestes, eine produktive Woche zu haben. Und dann kriegen wir hoffentlich alles abgearbeitet, was auf unserer jeweiligen einzelnen To-Do-Liste steht. Von dir, von mir, von allen hier. Haut rein, danke fürs Zuhören. Euer Hübi.